Viele Jahre nach ihrer Zeit in Volendam reisten die Kellys Ende der 80er von Deutschland aus in die niederländische Hauptstadt. Hier machten sie Musik und kauften ihr berühmtes Hausboot. Ja, also ich sag mal, Amsterdam war für uns damals mit dem Schiff eine der wirklich der schönsten Zeiten, also richtig abenteuerlich. Das war so richtig dieses Piratenleben, das Mad Max-Aussteiger, verrückte Wildes, Freiheit, alles Mögliche, ne? Und das haben wir wirklich total genossen, ne? Amsterdam war besonders, da haben wir dieses Boat People erlebt. Das war eine Community innerhalb der Stadt, die wir einfach kennengelernt haben. Amsterdam war auch Freiheit pur. Wenn du in einem Boot gelebt hast in Amsterdam, es war fast ja, eine Art von Anarchie-Leben. Und zu dieser Art von Leben passte keine Kleidung aus dem Kaufhaus. Wir sind in Amsterdam auf diesem Flohmarkt, wo wir früher einmal die Woche immer einkaufen gegangen sind. Das heißt, wie heißt der Flohmarkt hier? Das Waterloo Plain heißt es hier in Amsterdam. Genau. Und wir haben sehr viele Sachen gekauft, die wir hier angezogen haben. Lederjacken, Schuhe, alles Mögliche. Das war für uns wirklich die Quelle. Super, super Flohmarkt. Das ist top. Das ist billig. Viele Sachen, ne? Hab ich ja gesehen. Wir sind immer sehr oft da gegangen, ne? Bis dahin waren wir eigentlich in unserer Anziehensweise sehr ordentlich. Amsterdam hat das verändert. Und ganz besonders der Flohmarkt. Da haben wir entdeckt, hey Mann, eine Lederjacke keine Ahnung, mit einem Frauenhut an, geht auch. In Amsterdam ist doch alles scheißegal. Da sind alle eh gestoned. Also ziehst dich an, wie du magst und alles geht. Alles. Also ich will kein Angeber sein, aber Papa hat mich immer sehr gelobt. Er hat immer gesagt, Tüscher, du hast Geschmack, du holst die Sachen für gute Preise. Das Einzige war, ich war nicht sehr risikofreudig. Also ich habe nie irgendwas Verrücktes gekauft. Immer so ein bisschen Sicherheit, so wie ich mein Geld verwalte heute. Aber ich muss sagen, hier habe ich verdammt viel gelernt über das Leben, das Handeln, Qualität und, Qualität und auch über Geldverwaltung. Ich habe mir ein Bühnenkleid gekauft für die Tour, die jetzt bald läuft. Das ist wie früher. Der Joey, der hat früher, das ist es ja auch, in diesem Flohmarkt haben wir früher, wir sind fast jeden Tag hierher gekommen. Und wir haben uns einfach alles angezogen, was uns Spaß gemacht hat. Und Joy hat immer so schöne Glitzerkram gefunden. Und wenn ihr mich nicht glaubt, schaut euch mal die alten Bilder an. Da werdet ihr Joy sehen mit seinen Glitzerklamotten auf der Bühne. Da spielt er mit seiner, ne? Joy Glamrock. Ja, ich weiß, dass ich halt quasi nicht der beste Geschmack habe. Aber immerhin besser als die anderen. Ich bin nicht allein schuld. Für das Klischee Altkleidersammlung. Ne? Die auch. Also gemeinsam oder gar nicht, Freunde. Ich kaufe das für dich. Hast du das gehört? Ja, habe ich gehört. Die hat kein Geld, der kauft das Ding für mich. Mit deinem Geld. Du leist mir jetzt 100 Euro. Und dann kauft sie das für mich. Ich schulde dir 25 und das ist 65. Das ist, ich krieg das dann für 20 Euro mehr. 85 kriegst du von mir. Warum? Plus Zinsen. Paul dachte, ich ihn bescheißen wollte, aber ich wollte nicht. Ich habe nur gesagt, dass er soll mir Geld vorlegen, dass ich ihm das Geld später gebe. Habe ich doch, glaube ich, gemacht. Jetzt bin ich überfragt. Ich muss den Paul auch fragen, ob ich ihm das Geld zurückgegeben habe. Ja, ich habe dein Ding bezahlt, ja. Das ist gut, dass du sagst. Alle Jungs haben eine schöne Jacke bekommen. Ich habe Ziel war erreicht. Ob ich dann bezahlt habe? Oh oh. Weißt du, was meine Frau gesagt hat? Ich bin mit der Jacke. Was für eine scheiße Jacke? Hast du die gefunden? Hier, wo hast du das gefunden? Ich habe von meinem Vater, weißt du was, so zwei große Haufen von Lederjacken geerbt, von Amsterdam. Die liegen noch zu Hause, die Scheißdinger. So, ich habe eine Idee, ich bringe die nach Holland zurück.
Ich werde ein paar verkaufen, ne? Scheiß Dinge. Oh Mann, der war verrückt. Der Mann, der war voll scheiße. Wir haben jetzt das Gesamt reduziert um fast 30 Euro, 35 Euro sogar. As free purse, ja? Yeah? Yes, that's right. 170. Nice group price, family price. Thank you, tradition. Family price, that's why. Dutchman, thank you. Thank you very much. thank you. You were a good man. Thank you. Yes. Do you remember when we used to sing? Smile, Paul. Smile. Yeah. Just like that. Von 1988 bis 1992 lebten die Kellys im Bootshafen von Amsterdam. Ihr Zuhause war das neu gekaufte Hausboot, das sie auf den Namen ihres Ururgroßvaters Sean O'Kelly tauften und mit viel Liebe auf Vordermann brachten. Im Hafen fand die Familie unter den Nachbarn sehr schnell Freunde. Und zu einigen von ihnen hat Joey vor der Reise Kontakt aufgenommen. Ich habe gehört von jemandem, der hat seine Abschiedsfeier. Er muss diesen Platz verlassen. Wir schmeißen ihn raus. Okay. Und er macht heute seine Abschiedsfeier mit seinen Freunden. Okay. Und wir sind nicht eingeladen, wir kommen trotzdem. Okay. Wenn du unter Boat People bist und einer davon von denen bist, ja, die nehmen nicht alle auf, aber wir waren einer von denen, das vergessen die nicht. Und du bist wie in einem kleinen Dorf innerhalb der großen Stadt. Ja? Wir hatten nur gute Nachbarn hier, wir hatten keinen Stress. Wir waren hier wirklich mittel in die sogenannten, sag ich mal, Aussteigerviertel, wo nur, sag ich mal, Künstler, Punks, Menschen, die quasi untergetaucht sind. Ach, guck mal, ja, Alicia. Alicia, mein Gott. Das ist crazy. Das hat sich nichts verändert. How are you, my God? Alicia. You are the man of the plan. What, me? I never to do this. I'm still in love with you. Yeah. Lisha ist jemand, der früher neben uns auch auf dem Boot gelebt hat. Sie selber ist auf dem Schiff geboren. Ihre Eltern haben auf dem Schiff mit ihren weiteren 7 Geschwistern halt gelebt, in ein kleines Schiff. Sie ist Kapitän, sie ist eine Seefrau. Sie ist härter wie die meisten Jungs. Hey, Nils! Komm her. Joy, Nils. Hey, Nils, you know me? I used to be your little helper. I know. You know me? Yeah. Yeah. Nils war unser Nachbar. Nils, der letzte Original, der letzte Mohikaner halt, da wo wir früher. Früher war nur solche Leute. Nils ist einfach ein Original. I know That's you. Joey. That's Nils. Joey. Und muss ich auch dafür. Ah, danke. Als die Kellys ihr Hausboot kauften, war es in einem sehr schlechten Zustand. Nils war derjenige, der es wieder seetauglich machte und den Brüdern alles beibrachte, was man über Bootsmaschinen wissen muss. Stundenlang sahen sie ihm zu und freuten sich, wenn sie mit anfassen durften. Excusez, Monsieur Cameraman. Mehr als 30 Jahre sind seitdem vergangen. Und trotzdem wirken alle sofort wieder sehr vertraut miteinander. So we came to play a song for you. After 35 years, hello. Das war ein besonderer Tag, weil Nils hat sein Boot verkauft. Ich glaube nicht, dass er schafft, in einer Wohnung zu leben, aber er versucht das, ja. Er wird das versuchen. Also man merkt schon, dass es am Aussterben, diese Boat People, die damals bei uns waren, das war so ein bisschen traurig, muss ich gestehen, dass man merkte, okay, diese Zeit ist bald vorbei. Ja. Mit uns Kontakt aufnehmen.
Also ich war damals schon die Businessfrau, also ich war die Sekretärin von meinem Papa. Und da fing das an, als Sekretärin habe ich dann versucht, alle Unterlagen, sei es von, genau, also die Anmeldung wahrscheinlich und dann Genehmigung fürs Boot und alles, was es so gab an Formalitäten, ich habe mich darum gekümmert. Und wahrscheinlich wollte ich dann wissen, was es bedeutet. Wollen die uns hier raushaben oder wollen, ja, ich wollte verstehen, was da drin ist, nicht? They say that your bill changed. Now you can see, it's easier to see why you have to pay so much money, I guess. And if you have bad questions, you can phone them. Warum er gehen muss? Ja, weil der ganze Schickimicki, der ganze Welt quasi, solche Leute müssen nicht da sein. Das sieht nicht schön aus, das Schiff ist nicht gestrichen. Es ist wirklich sehr schade, weil er ein ganz guter ist. Jemand, der quasi sein eigenes Autarleben lebt und der ist original und der ist nicht, ihn interessiert es nicht, ob jemand ihn gut oder nicht gut findet. Er ist sich selbst, er macht sein Ding, er ist happy. Ich weiß noch, als wir hier früher mal waren, haben wir zusammen Fernsehen geguckt. Okay. Und gekifft. Okay. Nein, das stimmt nicht. Habe ich gekifft früher? Ja, das weiß ich nicht mehr. Ich danke es nicht. Wie getrunken? Wie getrunken? Wir hatten die Polizei in Deutschland. Die hatte uns immer wieder Schwierigkeiten. Wir kamen zurück aus Dänemark oder so. Die grüne Polizei hat uns schwierig gemacht. Und die hatten gesagt, nee, wir suchen Drogen, um selbst zu rauchen. Weißt du noch? Nee. Aber ich weiß noch, wir haben in Dänemark noch ein Getriebe gesucht. Ja. Und da waren wir abends in der Kneipe, da war eine Schlägerei. Ja. Weißt du noch? Lias hat mir alles gezeigt mit Motoren. Die ganze, sag mal, Leidenschaft für alte Autos, ja, alte alles, Motoren, alles. Kommt alles von Nils. Unglaublich. Ich war Teenager, ich war 17 bis Anfang 20 und dann später, wenn wir mit den Sean O'Kelly gesegelt haben, er war der Einzige, der den Motor aufrecht halten konnte. Das war immer Problem hier, Problem da, alles. Das war so, du hast zwei Mann gebraucht, das Ding irgendwie hier per Laune zu halten. Und er wusste genau, Filter, Sprit, Probleme, dies, das, Getriebe. Allemaal waar. Alles is waar. Allemaal waar. Katastrophe war das. Ja. Aber Nils ist einer, ich sag mal, einer von den letzten, die mit den alten Maschinen noch arbeiten kann. Ja. Diese Ehre ist unglaublich. Over. Unglaublich. Unglaublich. Mit einem Konzert wollen sich die Kellys bei ihrem guten Freund und Nachbarn bedanken. Es ist fast wie damals, als die Familie oft mit den anderen Bootsbewohnern gefeiert hat. Schöner hätte man die Rückkehr nach Amsterdam kaum planen können. Vor allem Joey bedeutet dieser Abend mit seinem alten Mentor viel. Es war großartig, denn Nils in den letzten Tagen, wo er halt quasi dann gehen muss, das zu erleben, seine Abschiedsfeier, da zu ihn überraschen, halt irgendwie für ihn drei Songs zu singen. Ich glaube, dass er auch sehr, sei mal, emotional, er hat fast geheult.